Willkommen. Oh, sorry, the servers are under maintenance. Please try again in about 15 minutes. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und denke, ich drehe eine tolle Folge für den Dienstag, aber ich denke, wird eine tolle Folge für den Montag. Bis gleich. Okay, eine neue Version ist da, da müssen wir die erstmal updaten. Das geht hier relativ zügig am Emulator. Und wir schauen mal, 57 MB, okay, das ist jetzt nicht wirklich viel hier der, auf der Leitung. Hier geht das schon fix, ihr seht das. Und wird auch relativ zügig installiert. Ich werde das jetzt auch gleich mal bei meinen anderen Sachen machen. Und dann, denke ich mal, öffnen wir das Ganze mal. Mal schauen, was uns erwartet. Erstmal ein schwarzer Bildschirm, Thorsten 1966, hallo. Schön, dass du wieder da bist bei Clash of Clans. Oh, ich bin so gespannt. Ei, und auch ein schöner neuer Screen hier. Super Sache, das freut mich. Endlich ein anderes Bild und wirklich ein gelungenes Bild wieder. Also gerade die Eingangsbilder finde ich immer sehr gelungen. Und wir sind im Update. Aber wo sehen wir das Update eigentlich? Ich sehe das Update noch gar nicht. Ich sehe echt nicht mehr als gar nichts. Wir gehen mal in das Nachtdorf, denn... Ja, Builder Hall 8 ist incoming. Das sieht man, wenn man... okay, hier kann man es jetzt zumindest bauen. Oh, kriegen die viele neue Sachen dabei. Okay. Okay, aber irgendwie von den anderen Sachen ist gar nichts in den News drin. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Und wenn man hier auf Go klickt, dann bekommt man... Also ich bekomme hier einen Browser-Link und kann mir ein wirklich richtig klasse Video anschauen, wie der Superpacker auftaucht und so ein paar Spielesequenzen. Aber es sollten auch andere Sachen kommen. Jetzt gucke ich mal, ob ich... Ah ja, okay, der Packer. Ah, das sind jetzt die Neuerungen. Der Packer geht auf Level 7. Okay, dann sind die ja doch drin hier. Mal sehen, ob wir die anderen Sachen auch noch finden. Toto schon wieder total verpeilt. Super Sache hier. Und dann schauen wir mal, das müssen ja eigentlich die Fallen sein, die jetzt ein Level noch hochgehen. Jawohl, die gehen jetzt alle, glaube ich, so wie ich das gelesen habe. Ah ne, die Luftmine nicht. Die Luftmine kann jetzt einen noch höher gehen. Okay. Und auch die kleinen Bömmchen, glaube ich, jawohl, auch die machen einen Sprung. Und die Sprungfallen, wo habe ich denn eigentlich Sprungfallen hier bei mir in der Base? Da neben dem Warden ist eine, okay, die gehen auch nicht hoch. Die anderen Sachen kann ich sicherlich noch entdecken. Der Multimörser kann jetzt natürlich gemacht werden, was muss man machen? Builder Hall Multimortar Level 8 required, okay. Das habe ich natürlich noch lange nicht und ich suche aber noch was anderes. Also wenn man hier jetzt in die Event schaut, dann seht ihr Sparky Will Fly. Okay, Magier-Event mit Wutzauber. Richtig krass und schon wieder Clan Games. Oh. In 2 Tagen und 17 Stunden. Mal gucken, was es für welche werden. Aber so richtig wirkliche News, die sehe ich jetzt nicht. Und in erster Linie hat sich ja nichts verändert, denke ich mal. Ja, hier geht nicht wirklich was weiter. Habe ich das Gefühl, dass sich die Bauhütten so ein bisschen verändert haben. Kann das sein, dass das Design so ein bisschen anders ist? Von den Bildern hat es oder ich habe sie mir schon lange nicht mehr angeschaut. Keine Ahnung. Oder ich habe sie mir schon länger nicht mehr angeschaut. Wir gucken mal, ob sich wenigstens noch so farmen lässt wie vorm Update. Also irgendwas vermisse ich noch. Ich muss noch mal gucken, was denn eigentlich noch kam. Und da gucken wir gleich mal in den Shop rein, glaube ich. Wir gucken gleich mal in den Shop, ob es da irgendwas gibt. Es sollte ja so einen Händler oder sowas geben. Mal schauen, wo wir den dann finden. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Da oben bei den Clanspielen war zumindest jetzt keine neue Hütte oder sowas. Zumindest habe ich jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen. Und schauen wir mal. So, der hat wenigstens ein paar Ressourcen für uns. Ich glaube, den nehmen wir auch mal. Ich sage mal, den nehmen wir ganz auseinander hier. Nein, den nehme ich natürlich nicht ganz auseinander, aber ich nehme ihn mal so weit auseinander, wie es eben kann, sage ich mal. Wir müssen hier erstmal durch die Mauern durch. Und dann nehmen wir die restlichen Riesen hier mal mit rein. Und die können ruhig von hier mal kommen. So, 2 Mauerbrecher da. Ein paar Mauerbrecher da. Ein paar Magier, ein paar Helden. Und dann kann das hier mit den Kobolden losgehen. Oh, da ist das Loch gar nicht auf. Jetzt ist es auf. Jetzt ist es auf. Dann gehen wir mal ein bisschen näher rein. Ich sehe das ja selber nicht so richtig. So, die spamme ich hier mal hinter die Riesen. Ich hoffe, die verteilen sich auch so ein bisschen bei den Riesen. Ein paar muss ich mir noch aufsparen. Wir sparen ja in jedem Fall, also ich spare in jedem Fall für den Packer. Denke ich mal. So, die können wir hier einmal, zweimal in Wut setzen.
und müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter vorankommen. Okay, da geht schon so ein bisschen was in der Mitte. Den King zünde ich jetzt mal, dass das jetzt gleich vielleicht auch die Gebäude von hier hinten auf den King zünden. Das machen die jetzt. Okay, dann kann ich die aber trotzdem schon mal hier reinziehen. Da ist ein Loch. Das ist ein Loch, sehe ich jetzt erst. Ey, der hat mal eine Mauer verrückt da. Das ist ja cool. Sehr gut, sehr gut. Komm, holt euch nach das Dunkle. Oder die Barbaren vielleicht. Okay, meine Queen holt sich, denke ich mal, noch die Hütte, aber mehr auch nicht. Jawohl. Sieht ganz gut aus hier, also sparen wir mal so ein bisschen. Und 7 Millionen habe ich jetzt schon. Ich brauche allerdings noch ein paar Tage zu lange für meine Miner. Ja, mal sehen, 5 Tage ist noch eine lange Zeit hin. Ich habe jetzt 7 Mille, 10 Mille kostet. Der Pack haben wir gerade gesehen. Oh, was? Ach, hier oben. Ach, hier oben. Oh, in das Zelt gehen wir gleich rein. 2, 2, 1. Was haben wir verbraucht? So, nehmen wir das mal weiter. Ich quick traine eben und dann gucken wir uns das Zelt hier an. Ach, hier ist er. Daily Discounts. Ah, okay. Hier kann man Bücher kaufen. New Deals in 9 Stunden, 40 Minuten und 44 Sekunden. Das tickert jetzt runter. Hier unten steht die Anzahl meiner Gems. Wenn ich darauf klicke, passiert auch nichts. Aha. Okay, 25 hier für so einen Trank, Trainingspotion. Aha. Oh, das ist eigentlich ist es günstiger, ne? Günstiger, als wenn man es von Hand macht. Aber was heißt von Hand? Wenn ich jetzt, glaube ich, meine Baracken alle booste, dann kostet das schon 30. Okay, das verleitet natürlich zum Kaufen. Book of Fighting ist natürlich sehr krass. 925, das lohnt sich, wenn man natürlich etwas im Update hat, was jetzt noch ein bisschen länger läuft. Okay, also die täglichen Deals kommen hier. Das habe ich dann auch gefunden. Aber 925, glaube ich, ist mehr, als dass ich hier jetzt schon zahlen würde. Und deswegen gönnen wir uns das auf jeden Fall nicht, das Update hier, beziehungsweise, ja, ich muss auch noch ein bisschen an Elex jetzt nachfahren, aber ich denke, der Packer wird die nächste Truppe, die auch ich im Labor laufen lasse, mal sehen, ob es bis dahin nicht hier ein nettes Buch für mich zu kaufen gibt. Gibt's ja eigentlich, ich könnte es mir jetzt für 925 kaufen, muss ich mal sehen. Ist eigentlich schon ein ganz gutes Angebot für mich, aber mal gucken. Wir gehen nochmal rüber zur Meisterhütte und ich bin echt mal gespannt. Meisterhütte 7 ist das ja. Ich weiß noch nicht, vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, ob ich dieses Mal die Rusher-Runde mitmache. Also ob ich dieses Mal auf BH8 gleich mitgehe und BH77 sein lasse. Ich hatte eben schon mal geguckt, ich habe allerdings keinen gefunden. Aber hier aus Gär habe ich den einen oder anderen schon gefunden, glaube ich. Die hier aus dem oberen Bereich schon das BH8 haben. Ja, hier ist das BH8. Das erkennt man daran, hier wenn ihr neben dem I, neben dem blauen, seht ihr ja die Meisterhütte und die hat jetzt oben 2 Schlote, also 2 Schornsteine. Und ich glaube links unten ist auch nochmal so ein kleines bisschen was verändert. Müsste ich mal gerade am BH7 sehen. Ja, oben hier sieht man den Unterschied ganz, ganz klar. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wenigstens einer von denen, die das hier jetzt schon haben, auch den Megapacker haben. Okay, der Firebird hier beim Clan läuft bei uns. Der hat auf jeden Fall schon mal Meisterhütte 8. Ich kann es auch selber nicht zeigen, weil ich es ja selber nicht habe. Also gucken wir mal bei den anderen. Ich sehe leider noch keinen Packer. Ah, schade. Ich hab gedacht, wir sehen hier jetzt auch schon einen Packer. Aber vielleicht denkt man, naja, auf 1 bringt der auch erstmal noch nicht so viel. Den mache ich erstmal nicht. Und hier haben wir aber Bilder Hall 8. Ja. Was mich natürlich brennend interessiert, da es ja hier ein weltweiter Kampf ist, finde ich jetzt schon BH8 hier. Wollen wir mal gucken. Das heißgeliebte. Nein, es ist noch ein 7er. Boah, so ein Glück. Na, ich bin mal gespannt, jetzt mit Ausbau von 8, ob es da dann mehr gibt, die 7 haben. Und sehr unbequeme Base hier, wie immer für mich. Gucken wir mal, wie wir hier so vielleicht schon mal so ein paar Fallen auslösen oder sowas. Okay, hier lösen wir noch keine aus, aber hier müssten eigentlich jetzt ja mal irgendwann welche kommen. Denn sonst macht das Ganze ja überhaupt keinen Spaß. Okay, der Brutzler ist hier, den müssen wir uns natürlich hier gegenüberstellen. Auf gar keinen Fall darf meine Kampfmaschine vom Brutzler erfasst werden, von der Megakanone erfasst werden, was natürlich auch nicht so doll ist, dass die mir womöglich jetzt gleich alle hier Richtung... Ah ne, die laufen alle ganz gut. So, komm, Kanönchen wegmachen da. Dann habe ich noch ein bisschen was hierfür. Jawohl. Habe ich noch ein bisschen was dafür und kriege hier jetzt... Ah, ich kriege den zweiten Stern, okay. Na komm, lass mich noch einmal zünden. Ach, schade. Schade. 53%, mal sehen. Ist auf jeden Fall noch ein 7er. Also ich bin schon ganz froh, dass erstmal noch ein 7er ist und kein 8er ist.
Und ich hätte das Update ja für heute nicht erwartet. Ihr habt mich ja gestern Abend im Stream gesehen, also am Sonntagabend. Den kann ich noch nicht verlinken, der ist noch nicht fertig gerendert, weil ich mal wieder Musik drin hatte, die mir es nicht erlaubt, das Ding zu monetarisieren. YouTube ist aber bei, also den Livestream von Sonntagabend stelle ich euch noch online. Und dort haben wir eigentlich alle festgelegt, Update soll erst Dienstag kommen. Deswegen die kurze Folge von mir am Montag. Die Gunst der Stunde erfasse ich einfach mal. Ich muss gleich mal auf meine ganzen anderen Clients gucken, mal sehen, meine Neuner, ob die schon den Packer gleich machen können. Müssen wir mal schauen. Und heute Abend läuft ja erstmal mein Warden aus. Das ist erstmal meine kleinen persönlichen Ziele. Die will ich auch erstmal noch ein bisschen weiter verfolgen hier. Ich gucke mal, wie es Update zu ist. 925, ich glaube für, ja, das ist kein schlechtes Update, wenn ich den Packer laufen lasse, dann läuft der 14 Tage und der wird sicherlich teurer sein als 925. Also könnte sich das schon lohnen, ihn sofort zu haben. Also so eine Art nice to have, nicht must have. Sage ich ja immer wieder, vieles ist ja nice to have, aber nicht must-have. Und er hat hier in jedem Fall ein paar Prozent mehr geholt. Hat auch schon, 20er Kampfmaschine, okay. Da hat er ein paar Prozent mehr geholt, 72, 61, ja, ist nicht so tragisch. Auch von dem Clan German Warlords. Ich gucke mal, ob das ein deutscher Clan ist. Jawohl, herzlich willkommen im Stream, in der Folge hier, und Grüße, hast du cool gemacht, denke ich mal. Ich gucke mir den Angriff gleich an. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Kurze, knackige Runde hier aus dem Nachtdorf, aus dem Tagdorf. Und ich gucke jetzt mal, ob ich nicht doch noch was finde, was ich irgendwie übersehen habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Update findet, was ihr für ein Gefühl habt. Ich hatte erst ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen ernüchternd und runtergekommen. Aber schreibt mir das ruhig in die Kommentare, wie ihr das Update findet. Und bis dahin, euer Toto. Clash.